Hallo und willkommen zum Mila Beach Report. Heute in Frankenberg beim A-Top Beach Turnier. Neben mir steht das Beach Tour Hüttermann Schillerwein. Mädels, ihr habt zwei Spiele heute gehabt, wenn ich mich nicht irre. Wie war das erste Spiel und das zweite? Ja, wir haben jetzt beide souverän 2-0 gewonnen, sind jetzt im Viertelfinale. Ja, guter Tag für uns. Jetzt noch ein Spiel, das wollen wir natürlich auch gewinnen und dann Regeneration bis morgen. Dein persönlicher Eindruck, dass ihr zwei Spiele jetzt hintereinander gewonnen habt? Ja, war mal wieder wichtig. Also wir haben das letzte Turnier auf Norderney nicht ganz so gut abgeschnitten und ja, das gibt es jetzt natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein, dass wir auf jeden Fall morgen noch drin sind und ja, jetzt wollen wir über die Winnerrunde ins Halbfinale einziehen natürlich. Wie habt ihr die zwei Gegner jetzt unter Druck gesetzt? Wir haben insgesamt sehr gut aufgeschlagen. Unser Sideout war sehr stabil, so ja, dass wir eigentlich relativ gut die Punkte machen konnten. Was ist euer persönliches Ziel jetzt hier für das Turnier? Ja, wir wollen natürlich unsere Setzung bestätigen. Wir sind an drei gesetzt und ja, wenn es geht, besser. Aber mit einer Medaille wären wir schon ein bisschen zufrieden und sehr zufrieden im Mitfinale natürlich. Was sagt ihr zu der Location mitten im Grün? Mal abgesehen, dass es sehr kühl ist, ist es immerhin noch trocken? Ja, uns gefällt es hier sehr, sehr gut. Also wir haben uns auch sehr kurzfristig überlegt, hier hinzukommen, weil es wirklich ein schönes Turnier ist. Hier unten mit den Feldern, oben auch in der Stadt das Feld. Also wirklich super hier, ja. Katharina, du warst ja letztes Jahr, glaube ich, noch verletzt, eine Zeit lang. Steffi, du hast mit der Kim Behrens, glaube ich, gespielt. Wie habt ihr euch jetzt vorbereitet und wie bist du jetzt wieder reingekommen? Ja, so lange war die Vorbereitung leider nicht. Also seit Januar trainieren wir eigentlich wieder zusammen und so viel es geht. Wir waren jetzt zweimal in Florida, zwei Wochen. Also wir haben sehr viele Trainingslager in warmen Temperaturen natürlich gemacht. Wo werden wir euch in diesem Jahr überall sehen, international sowie auch national? Können wir da ja noch nicht so ganz sagen, weil es international natürlich noch ein bisschen schwierig gerade ist mit den neuen Regeln, wer da wo wie spielen darf. Klar, wir wollen natürlich so viel internationaler spielen, wie es geht, gucken, aber ansonsten versuchen wir es natürlich so gut wie möglich in Deutschland zu verkaufen. Persönliches Ziel auch Timmendorf? Ja, natürlich. Also wir haben die letzten Jahre beide immer, zwar nicht miteinander, aber immer in Timmendorf gespielt und natürlich ist das dieses Jahr auch ein Ziel und da auch nicht letzter werden, ganz klar. Okay, kennt ihr schon eure nächsten Gegner? Ja, der Gewinner wird jetzt gleich ausgespielt, das Spiel gucken wir uns natürlich an, bereiten uns dann in Ruhe drauf vor und dann ja, sollte da noch einiges drin sein. Okay, dann bedanke ich mich fürs Interview, dann sehen wir uns bei den nächsten Spielen und viel Erfolg noch. Tschüss!